Moin Leute, was geht? Hier ist YouTube Gamescom auf der Sony PlayStation 3. Wir spielen heute Team Deathmatch auf der wunderbaren Map Arkaden. Ja, ich habe immer noch Halsschmerzen, aber das wird es nicht daran hindern, dass ich jetzt das Spiel spiele. Das Visier erhöht erheblich ihre Widerstandskraft gegen Explosionen. Das ist dieses kleine Ding, was ihr so haben könnt, da mit dem Einsatzschild zusammen. Ist auf jeden Fall zu empfehlen, dieses wunderbare Ding, weil Explosionen gibt es in jedem Spiel. So, MP5 hatte ich beim letzten Mal schon. Aus dem Grund nehme ich heute die UMP45, die MP412 als Perks, Aufklärung, Schnellziehen, Brot, Tote, Stille, Splitter und Blendgranate. Nehme ich natürlich auch mit. Also so. Blendgranate ist auch schon geschmissen hier. Jagt sie alle hoch, genau. Das ging ja mal richtig schnell, dass wir schon in Führung sind. Schauen wir nochmal. Da hinten habe ich einen Schatten gesehen. Das sind schon die ersten 100 Punkte, die wir erzielt haben im Spiel. So, jetzt müssen wir erstmal den Raum sichern mit einer Grenade und einer Blendgranate. Achtung! So, das sind die nächsten 100 Punkte, die wir erzielt haben. Jetzt gehen wir einfach weiter hinter dem Truck hier. Im Truck sind wir relativ sicher. Er hält fast alle Kugeln ab, außer gegen Explosion. Da explodiert der Truck. Oh! Das war jetzt ein Headshot, ein sogenannter Kopfschuss. Kopfschüsse sind absolut tödlich. Da machst du einen mit, dann bist du im Nirvana. Immer schauen, dass die Waffe nachgeladen ist, also immer Viereck drücken. Wenn ihr die Waffe nachlädt, bitte immer hinter so einem Raum hier. Gut, da jetzt nicht, nicht neben Mülleimer. War gut. Da haben wir schon, die Granaten fliegen hier rum. So, wenn ihr schießt, immer zurücklaufen, das ist immer gut. Das beherzige ich natürlich auch nicht immer. Die ganzen Ratschläge, die ich euch hier gebe. Aber sie sind auf jeden Fall empfehlenswert. Besonders wenn ihr mit einer Shotgun unterwegs seid, würde ich euch raten zu springen. Genau, zu springen. Der Gegner schießt erstmal auf euer Torso. Wenn ihr springt, schießt der Gegner aber auf die Beine. Die Beine haben aber weniger Schaden. Somit bleibt ihr auch länger am Leben und ihr könnt den Gegner einfach mit der Shotgun ausschalten. Feindliche Aufklärungsdrohne ist auch schon gesichtet. So, hier müssen wir besonders aufpassen. Ich wusste gleich, dass hier ein Gegner kommt, aber ich habe mich natürlich nicht mehr an die Regeln gehalten. So. Hier schmeiße ich eine Granate rein, um den Gegner zu täuschen. So. Granaten fliegen hier auch schon rum. Gehen Sie mal rein. So, wir sind jetzt komplett blind. Konterdrohne ist nämlich jetzt hier in der Luft. Zwei Punkte, das ist ein sogenanntes Comeback, was ich erzielt habe. Hier ist es sowieso immer gefährlich. So, jetzt schauen wir mal auf die sogenannte Score-Tabelle. 3 Abschlachtungen und 5-mal bin ich gestorben. Verbindung habe ich gar nicht so gut. Woran das wohl liegt? So, ich werde hier schon beschossen. Natürlich, der mich beschießt, der will mich auch töten. Der will natürlich die Punkte von mir. Aber das lasse ich nicht zu. So, den wollen wir mit dem Messer ausschalten. Hat nicht ganz geklappt. Habe ihn nicht ganz getroffen. Gehen die Flaschen eigentlich kaputt, wenn man drauf schießt? Ne, das sind nicht so Flaschen, die kaputt gehen. So, da ist glaube ich einer. Nein, war keiner. Oh, jetzt wurde ich mit einem sogenannten... Ne, das ist doch Dreibein. Da hast du natürlich keine Chance gegen so ein Ding. Da hilft natürlich nur ein Rocket Launcher, auf dieses Teil zu richten. Das ist die beste Methode,
um dieses Teil auszuschalten. Wir sind jetzt hier im Kashmiri. Und jetzt müssen wir erstmal hier wieder nach unten. Schüsse fallen auch schon überall. Ist schlimmer als in Syrien hier. Wir laufen jetzt einfach mal geradeaus hier, mal schauen, was es da gibt. Da war ich ja schon. So, 100 Punkte sind auch wieder geschafft. Gehen wir mal hier durch den Raum hier. Da hinten sind auch manchmal Leute. Diesmal nicht. So. Und dann würde ich sagen, das war's dann eigentlich schon auch wieder. Von der Gemüte Gamescom. Ich sag nur, see you later, Alligator. Bis zum nächsten Mal. Ciao.